Was können wir starten? Ich bin wieder so halbwegs fit. Das war irgendwie eine sehr hartnäckige Halsentzündung, was ich gehabt habe. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder so weit stabil bleibt, dass wir irgendwann einmal die vielen Blöcke, die jetzt ausgefallen sind, auch nachholen können. Morgen. Also das wird noch eng werden dieses Semester, das muss ich Ihnen gleich sagen. Und ich meine, ich hoffe, dass wir hinkommen, indem wir quasi am Ende vom Semester alle Lehrerblöcke noch mit benutzen für TINF. So müsste man das schon aufholen können. Das wird natürlich für Sie gegen Ende und für mich auch übrigens gegen Ende vom Semester dann sehr anstrengend werden. Wenn Sie eine andere Idee haben, können wir es gerne auch anders machen. Was weiß ich, wir können auch mal sagen, wir tun irgend so einen Brückentag von morgens bis abends TINF machen oder an einem Samstag oder so. Ja, eben, ich auch jetzt. Also ich würde sagen, das machen wir einfach so, oder? Genau, und ich werde übrigens schon gleich mal wieder die nächsten zwei Donnerstage ausfallen, egal ob gesund oder krank. Weil nächsten Donnerstag, da ist der, oder? Stimmt das? Genau, da ist der 2. Mai, da ist die Exkursion zu Festo. Und die Woche drauf, da bin ich, ja, da ist sowieso Feiertag, da ist von Leichnam. Aber da bin ich außerdem noch, also in der Woche drauf bin ich die ganze Woche weg, weil da bin ich Montag bis Donnerstag auf der IKRA in Karlsruhe. Genau, also es gibt dann, wie gesagt, da danach gibt es dann eigentlich nur noch nachzuholen. Ja. Genau, und wobei die Lehrotermine, die werden wir auch noch einige brauchen. Also, ja. So ist es halt. Ach so, genau, und Lero, das besprechen wir nachher. Ne? Gut, ich glaube, wir waren irgendwo hier stehen geblieben. Prolog waren wir mittendrin. Jawohl, das sieht gut aus. Also wir hatten da ein bisschen mit Listenverarbeitung uns das Append-Prädikat angeschaut, dann das Naive-Reverse. Und genau. Bei dem Naive Reverse, vielleicht schauen wir uns das gerade mal kurz noch an. Also da geht es ja um das Umdrehen einer Liste. Also Umdrehen der Reihenfolge der Elemente einer Liste. Und was machen wir? Wir tun quasi die längere Liste, also mit Head und Tail, umdrehen, indem wir das erste Element rausnehmen, dann rekursiv einen Aufruf machen auf dem Rest von der Liste, den umdrehen und an den Rest dann hinten den Head noch dranhängen. Ja, also ganz einfache, leicht zu verstehende Idee. Aber das Problem von dem Programm ist eben das, dass das quadratische Komplexität hat, weil ich meine, es ist klar, das Append-Programm, das hat lineare Komplexität. Ja? Append geht die ganze Liste der Reihe nach durch. Das heißt, die Rechenzeit wächst linear mit der Länge der Liste. Ja, und das wird halt auch so oft aufgerufen, wie die Liste lang ist. Also haben wir quadratische Rechenzeit. Und ich meine, das ist klar. Wenn man sich das hier zum Beispiel anschaut, ich habe so eine Liste und nehme das erste raus, fülle es in eine andere Liste rein, dann das zweite, tue es vorne dran und so weiter, dann kann ich natürlich in linearer Zeit die Liste umkehren. So, wobei, also das ist jetzt die Verbesserung, ACREF, also wir benutzen da eben so eine Akkumulatorliste, die am Anfang leer ist und die dann eben genau nach dem Schema aufgefüllt wird. Und das hat dann natürlich nur noch lineare Komplexität. Und ich meine, das ist das, also mit dem Grund, weshalb ich das jetzt gebracht habe, ist der, das sieht man, ich meine, das ist jetzt eine, kann man nur sagen, halbwegs deklarative Beschreibung. Das kann man auch schön von rechts nach links lesen. Also wenn RT die Umkehrung von der Liste T ist, und ich dann an RT H dranhänge,
dann ist R die Umkehrung von der Liste HT. Also das kann man noch schön logisch lesen, dieses Programm. Hingegen das hier, das wird natürlich schon schwieriger, das ist schon ein bisschen getrickst und das geht halt mehr Richtung prozedurales Programmieren, wo man sich überlegt, was passiert denn hier mit dem Akkumulator. Okay, also ich meine, man sieht einfach, und das haben wir ja an mehreren Stellen schon gesehen, die deklarative Seite der Logik, die hat einfach ihre Grenzen. Okay, selbstmodifizierende Programme. Da möchte ich jetzt natürlich auch noch was dazu sagen, weil das ist ein Feature von Prolog, das die wenigsten Programmiersprachen haben. Ja, schauen wir uns gleich ein Beispiel an. Also das ist jetzt ein Beispiel aus unserer Verwandtschaftsdomäne wieder. Mit SWI Prolog geschrieben. Und da müssen wir jetzt am Anfang müssen wir sagen, welches Prädikat wir als dynamisch ansehen wollen. Das heißt, ein Prädikat, für das ich während der Laufzeit neue Fakten generieren kann. Das muss ich einfach dazu sagen. Okay, und dann schreiben wir quasi die Definition von unserem Nachkommeprädikat jetzt einmal so hin. Also wir haben hier zum einen den nicht rekursiven Terminierungsfall Nachkomma xy, wenn x Kind von y ist. So. Und jetzt schreiben wir da hinten hin ein assert a. Also assert heißt hinzufügen und assert a heißt am Anfang hinzufügen. Das ist wichtig. Da gibt es noch ein assert, ich glaube b oder z oder weiß ich nicht. Also jedenfalls ein anderes assert, um das am Ende hinzuhängen an das Programm. So, und zwar am Anfang schreiben wir jetzt hin quasi ein neues Fakt Nachkomme xy. Ja? Okay, das heißt also, wenn dieses Subgoal Kind hier erfolgreich war, dann habe ich ja bewiesen, dass x ein Kind von y ist, beziehungsweise dass x ein Nachkomme von y ist. Das habe ich an der Stelle bewiesen. Naja, und jetzt kann ich sagen, wunderbar, damit ich das nicht später irgendwann nochmal beweisen muss, mache ich assert a Nachkomme xy. Das heißt, ich schreibe ganz am Anfang so einen Fakt hin. Ja? Also, was weiß ich, ne? Einmal an, ich habe jetzt irgendwo die Anfrage gehabt, Nachkomme Anna Otto. Dann gibt es hier so einen Fakt, Kind Anna Otto Maria vielleicht. Und dann sage ich assert a Nachkomme Anna Otto. Und dann ist dieses Fakt hingeschrieben und wenn wieder mal die Anfrage kommt, dann lande ich natürlich zuerst bei dem Fakt und muss es nicht mehr nochmal beweisen. So, analog machen wir das hier bei unserer rekursiven Klausel. Also, da ist klar, ich meine, da haben wir, der Nachkomme kann, x ist Nachkomme von y, wenn x ein Kind von u ist und u Nachkomme von y. So. Und wenn wir da erfolgreich waren bei den zwei Klauseln, dann können wir natürlich hier auch ein Assert machen und sagen, okay, jetzt haben wir bewiesen, x ist Nachkomme von y, also schreiben wir das hin. Ist natürlich hier noch viel interessanter, weil das ist die rekursive Klausel, das heißt, die geht definitiv weiter in die Tiefe. Sprich, das zu beweisen hier, das kann aufwendig sein. Es kann ja sein, dass x ein Nachkomme von y über 54 Generationen war und das heißt, ein riesiger Suchbaum ist durchsucht worden. Wir haben bewiesen, x ist Nachkomme von y und jetzt merken wir uns das, schreiben es hin und müssen es damit später nicht mehr nochmal neu beweisen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Beim Theorembeweisen nennt man sowas automatische Lemma-Generierung. Ja? Also quasi ein Zwischenresultat, das ich irgendwann hergeleitet habe, das merke ich mir jetzt und schreibe es hin. Und damit kann ich mir für die Zukunft gewaltig Rechenzeit sparen. Okay.
Okay, soweit mal, wenn ich das jetzt als verkaufen wollte, würde ich das so in eine Werbebroschüre reinschreiben. Ne? Sie als Kunde würden natürlich sofort suchen nach den Macken von meiner Werbebroschüre. Wo ist denn jetzt, wo habe ich quasi den Nachteil versteckt? Also die Vorteile haben Sie gesehen. Sie sind überzeugt und kaufen das Produkt jetzt. Ja, ja, dann werden Sie halt nach, wenn Sie das mal anwenden, werden Sie die Nachteile schon zu spüren kriegen. Was kann denn passieren, wenn ich, was tun wir hier? Wir fügen einfach Fakten hinzu zu unserer Wissensbasis. Welche Konsequenz, wir machen eine Resolution, welche Konsequenz hat es, wenn ich neue Klauseln hinzufüge? Genau, so ist es. Und jetzt merken wir, dass unsere Werbebroschüre gar nicht mehr so ganz stimmt. Gerade eben habe ich vollmundig behauptet, das verkleinert den Suchraum, weil ich in Zukunft, wenn ich wieder mal sowas beweisen muss, mir vielleicht viel Rechenzeit spare. Vielleicht, genau, eben vielleicht. Also für den Fall, dass ich sowas wieder beweisen muss, spare ich mehr Rechenzeit. Wenn der Fall aber gar nie vorkommt, dann kostet mich das immer zusätzliche Rechenzeit. Weil immer, wenn eine Anfrage Nachkomme irgendwas ist, dann matcht ja immer dieses zusätzlich reingeschriebene Fakt. Ja? Das heißt, es ist immer eine zusätzliche Unifikation. Und zwar immer. Ja? Und lohnen tut sich das erst dann, wenn ich es irgendwann einmal brauche. Also wenn ich wirklich dieses neue Fakt irgendwann brauche, dann spare ich mir vielleicht viel Rechenzeit. Wenn nicht, spare ich gar nichts, sondern es kostet. Macht es dann einen Unterschied, ob ich die jetzt am Anfang oder am Ende anhänge? Gute Frage. Macht das einen Unterschied? Am Ende hilft es nichts mehr. Warum hilft es nichts mehr am Ende? Weil wieder derselbe Suche. Genau. Also, wenn ich einen Fakt am Ende hinschreiben. Fakten am Ende machen eigentlich nicht viel Sinn. Ja? Weil Fakten muss ich immer überprüfen, bevor ich in die Rekursion reingehe. Ja? Ja, genau. Ich meine, bei Regeln macht es wiederum wenig Sinn, wenn ich die am Anfang hinschreibe. Also wir könnten auch dynamisch Regeln hinzufügen noch. Ja? Wenn ich das jetzt mache und ich schreibe die Regel am Anfang hin, dann werde ich die Fakten gar nie überprüfen. Ja? Genau. Außer ich habe bei den Regeln einen Fail. Aber also normalerweise will man die Fakten immer am Anfang erst haben, weil die ja viel weniger Rechenzeit kosten als die Regeln. Okay. Gut, ja. Also eigentlich eine tolle Idee. Aber man muss im Hinterkopf behalten, es ist mit Vorsicht zu genießen. Weil sonst könnte ich ja eigentlich in meine Prolog-Programme überall ein Assert hinten hinschreiben. An jede Regel ein Assert hinten hin, klasse. Aber das vergrößert erst einmal auch den Suchraum. Ja? Und deswegen muss das intelligent benutzt werden, erstens. Ja? Also bezüglich dem Erzeugen von Fakten. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, ja, wir tun nicht nur Fakten hinzufügen, sondern ganze Klauseln. Aber es zeigt sich einfach, dass das sehr schwierig ist, das zu automatisieren. Also das wäre ja quasi, wenn man das jetzt weiterdenkt, so in Richtung, hier steht es ja, Genetic Programming, also quasi, ich habe jetzt ein Prolog-Programm, das sich sehr virtuos selber verändern kann.
da sind wir irgendwann überfordert als Programmierer, weil das wäre ja in letzter Konsequenz, würde ich ja dann ein Programm schreiben, das sich komplett selber umprogrammiert. Das geht halt nicht. Ja. Das, ich meine, gut, wenn jemand genial genug ist, dann kann er sowas vielleicht bauen. Aber das. Und ich meine, man kann es ganz einfach sagen: dieses Genetic Programming, was ja eine tolle Idee war, als diese Sprachen aufkamen, kam natürlich jedem die Idee, ja, toll, sowas kann man machen, kann man zum Beispiel mit Lisp auch machen. Ja. Aber das hat sich nicht durchgesetzt, das funktioniert nicht. Also das intelligent zu machen, das heißt ein Programm zu schreiben, das intelligent sich selber verändert, das kriegen wir nicht hin, da sind wir zu dumm dazu, sage ich mal. Ja. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, ja, wir machen, und das ist eben die Idee von Genetic Programming, das ist wie genetische Algorithmen. Ja. Bei einem genetischen Algorithmus oder die Genetik in der Natur, was macht die? Naja, wir nehmen halt so einen genetischen Code von einem Lebewesen und da werden dann zwei Codes von Mutter und Vater genommen, in der Mitte abgeschnitten, andersrum wieder zusammengesetzt und dann gibt es noch Mutationen, das heißt zufällige Veränderungen. Und dann hoffen wir, dass diese neu erzeugten Pläne für neue Individuen, dass die vielleicht besser sind als die alten. Ja? Also zum Beispiel Mutation. Ich mache eine zufällige Veränderung von einem Gen. Und jetzt, was macht die Genetik? Naja, die Genetik hat natürlich den Vorteil, die hat einen gigantisch großen Parallelrechner. Das heißt, Millionen oder Milliarden von Individuen über den Globus verteilt. Ab und zu mal, jedes, was weiß ich, hunderttausendste Mal, gibt es eine kleine zufällige Veränderung und vielleicht ist die ja besser als die anderen. Wenn die besser ist, dann wird sich der über die Evolution besser fortpflanzen. Über Generationen hinweg und weil der sich besser fortpflanzt, wird der mehr Nachkommen haben und so weiter und irgendwann übertrumpft er die anderen. So, das ist die Idee. Das könnte man jetzt bei dem Programmieren ja auch einführen. Ja? Wir tun zufällige Veränderungen an unserem Programm vornehmen, also schmeißen irgendeinen Befehl raus und ersetzen den durch einen anderen oder sowas und hoffen, dass das Programm vielleicht besser funktioniert. Und dann tun wir viele parallele Instanzen von dem Programm laufen lassen auf einem riesigen Parallelrechner und wenden es auf Anwendungen an und brauchen jetzt natürlich noch ein Performance-Maß, müssen irgendwie messen, ob dieses zufällig veränderte Programm besser war als die anderen. Okay, was weiß ich, wir messen die Rechenzeit, indem wir was sortieren, aber wir müssen natürlich nicht nur die Rechenzeit messen, sondern auch die Korrektheit. Das heißt, wir müssen schauen, ob das Programm hinterher erstens noch läuft und zweitens, ob es noch sortiert. Ja? Wenn es das alles tut, dann ist es vielleicht sogar noch schneller, wenn wir Glück hatten, aber es ist klar, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir einen Befehl verändern in einem Programm, erst einmal, dass das Ding überhaupt noch läuft, ja, ist extrem klein und wenn es noch läuft, die Wahrscheinlichkeit, dass es besser ist, also das können wir vergessen, das wird nicht funktionieren. Ja. Ich meine, man merkt dann auch schon, also das übrigens im Vergleich zur Genetik, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil in der Genetik ist es ja so, wir haben den Schaltplan, den genetischen Code, und dann die Individuen, also Genotyp und Phänotyp wird ja in der Biologie unterschieden. Wir machen die Veränderungen am genetischen Code und schauen dann, wie verändert sich das Individuum. Ja? Wenn wir jetzt das Programm nehmen, wie ist denn das? Ja gut, man könnte natürlich schon sagen, das Programm ist der genetische Code und das Individuum ist quasi, wie performt das Programm in der Praxis. Ja? Aber die Frage ist natürlich, ist das Programm irgendwie vergleichbar mit dem genetischen Code? Ja? Oder müssten wir das Programm nicht irgendwie nur anders kodieren? Und da wird es schwierig, da wird es sehr schwierig. Also jedenfalls, es ist eine nette Idee und es hat sich nicht bewährt. Es funktioniert nicht, diese genetische Programmiererei. Okay, ja, und jetzt müssen wir vielleicht doch noch kurz den Schritt zum maschinellen Lernen machen. Was ist denn jetzt beim maschinellen Lernen der Unterschied zu diesem Genetic Programming? Naja, das ist ein ganz großer Unterschied. Beim Machine Learning werden nicht einzelne Statements eines Programms ausgetauscht. Ja?
sondern wir reduzieren das Problem ganz stark. Was passiert denn beim Machine Learning? Was machen wir denn da? Denken Sie an irgendeinen Lernalgorithmus. Was weiß ich, Perzeptron oder Entscheidungsbaumlernen. Bitte? Ja, das ist egal. Wir machen Klassifikation, Regression. Also, wenn wir jetzt Regression machen, dann ist es Funktionsapproximation. Das heißt, irgendeine beliebige Funktion wird approximiert. So ist es. Wir passen nur Parameter, nur in Anführungszeichen Parameter an. Das heißt, ich meine, unser Programm, das hinterher als Funktionsapproximator oder Classifier fungiert, das hat vielleicht 1000 Zeilen Code. Aber wir tun nicht den gigantischen Raum aller Programme mit 1000 Zeilen quasi durchexplorieren, sondern nur einen Vektor mit, was weiß ich, 100 Parametern. Ja? Und das ist natürlich eine viel einfachere Aufgabe, als die Menge aller Programme durchprobieren. Ja? Weil das komplette Gerüst von dem Programm ist vorgegeben. An dem Programmcode verändern wir gar nichts. Ja? Wir tun nur ein paar Koeffizienten verändern. Ja? Also ich meine, im einfachsten Fall haben wir ja eine lineare Funktionenklasse. Das heißt, unser Programm ist eine Funktion f von x-Vektor, das ist der Input-Vektor, ist gleich a1, x1 plus und so weiter plus an, xn. Ja? Die Funktion ist eine Linie. Achso, sorry, ein bisschen allgemeiner können wir es schon noch machen. A1, F1 von x plus AN, FN von x. So, ja. Das heißt, das Programm macht nichts anderes, als es implementiert eine Linearkombination von Basisfunktionen. Und diese Basisfunktionen, die sind irgendwie von vornherein festgelegt. Ja. Das heißt, die Struktur von unserem Programm ist fest, es werden nur ein paar Koeffizienten variiert. Ja. Und damit ist es natürlich eine viel einfachere Aufgabe, als einen kompletten Programmcode zu variieren. Und vielleicht ist das auch schon wieder näher dran, an dem, was die Natur macht in der Genetik. Wir können ja im Prinzip diesen genetischen Code auch ein bisschen so ansehen wie, naja, das sind einfach die Parameter für ganz viele Stellen. Was weiß ich, wenn es um die Entwicklung vom Auge geht oder von den Haaren oder von so irgendwas, haben wir da ganz viele solche Koeffizienten und die bestimmen letztlich, wie das Individuum gebaut ist. Ja. Genau. Ja, doch, das muss man schon so sehen, weil dieser genetische Code, man weiß ja auch heute, welche Gene für was verantwortlich sind. Das heißt, die können ganz genau sagen, das erste Gen ist dafür verantwortlich, das zweite Gen dafür und so weiter. Also das ist ganz ähnlich zu dem. Ja. Es wird in der Genetik nicht einfach irgendwie zufällig so ein Genstrang erzeugt und die Länge ist beliebig und so weiter. Nein, die Länge ist fest und so weiter. Okay, gut. Also sprich beim Machine Learning, wir stellen uns da definitiv eine wesentlich einfachere Aufgabe, als die jetzt zufällig irgendwelchen Programmcode oder auch systematisch kompletten Programmcode zu generieren. Okay, so, jetzt möchte ich noch auf das Thema Planen zu sprechen kommen. Und ich meine, das Planen, das war von Anfang an eigentlich in der Logikprogrammierung und Theorembeweiser-Community oder in der Logik-Community eigentlich ein wichtiges Thema, weil man eben gesehen hat, das Finden eines Beweises und das Finden eines Plans ist eigentlich ein und dasselbe. Ja, und dann haben natürlich die Logiker Aufwind gespürt und gesagt, ja, ist doch klasse, wir können Logik, wunderbar, und mit Logik können wir Pläne automatisch generieren und damit können wir fast alle Probleme dieser Welt lösen. Ja.
indem wir schreiben eine Wissensbasis hin mit Fakten über unsere Welt und stellen eine Anfrage, und die Antwort auf die Anfrage ist dann quasi ein Plan, wie löse ich dieses Problem. Ja? So. Und das Planen, wie gesagt, war eigentlich immer eine aktive Domäne, aber mit relativ wenig Anwendung. Jetzt, wo wir in der Robotik immer weiter vorwärts kommen, wird das interessant. Ja? Man hat heute sehr gute, erfolgreiche Planer, also man hat auch Planungssprachen, spezielle quasi Logiksprachen, werden wir noch kennenlernen, wenn wir dann beim High-Level Learning from Demonstration sind, PDDL, Planning Domain Description Language, und das ist hochinteressant in der Robotik, und die werden auch in der Robotik angewendet, solche Planer. Und interessant, das werden wir dann auch sehen, ist, dass wir, naja, wir schränken die Logik ein bisschen ein. Ja? Wir hatten ja gesehen an unserem Pinguin-Beispiel, dass wir mit Prädikatenlogik erster Stufe Probleme kriegen können. Und zwar deswegen, weil die Logik monoton ist. Zum Beispiel, ich kann ja, oder denk mal an das Frame-Problem. Das ganz einfache Beispiel, ich habe ein Haus, das ist blau, das heißt, ich habe ein Prädikat, das heißt Farbe, Farbe von x, y, und zuerst habe ich einen Fakt Farbe, Haus, blau, und jetzt male ich das Haus rot an, das heißt, ich habe eine Regel, die mir besagt, okay, also anmalen von x, y, dann ist hinterher Farbe von x, y, das heißt, das Objekt x hat hinterher die Farbe y. Okay, bei einer monotonen Logik hat es hinterher zwei Farben. Da ist das Haus hinterher blau und rot. Ja? Und sowas wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, man baut sich jetzt Planer, die nicht mehr mit der ursprünglichen PL1-Semantik funktionieren, sondern mit einer anderen Semantik. Ja? Und das werden wir dann sehen, und wir werden es auch jetzt an diesem Beispiel sehen. Also wir haben hier so ein klassisches Planungsbeispiel. Das ist so ein, ja, so ein Puzzle-Rätsel, das Sie wahrscheinlich kennen. Lesen wir es gerade mal durch miteinander. Ein Bauer wollte einen Kohlkopf, eine Ziege und einen Wolf über einen Fluss bringen. Sein Boot war aber so klein, dass er entweder nur den Kohlkopf oder nur die Ziege oder nur den Wolf hinüberfahren konnte. Also immer nur ein Objekt konnte der mitnehmen. Der Bauer dachte nach und sagte dann zu sich: Bringe ich zuerst den Wolf ans andere Ufer, so frisst die Ziege den Kohl. Ist klar. Ja, also Ziege und Kohl, die vertragen sich nicht. Transportiere ich den Kohl als erstes, wird die Ziege vom Wolf gefressen. Was soll ich tun? Also gefragt ist jetzt nach einem Plan, in welcher Reihenfolge der die Objekte ans andere Ufer bringt. Ja. Also immer, wenn er quasi zwei von den dreien allein lässt, dann hat er ein Problem. Ja? So. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir das mit Prolog machen. Ja? So, ist ein bisschen klein. Kann man das lesen? Okay. Also. Es geht los mit diesem Startprädikat, genau. Und das ruft auf das Aktionsprädikat. So, und jetzt, genau, schauen wir das vielleicht gerade mal an. Und zwar, ich habe hier eine Funktion, die heißt Zustand. Ja? Also ein Funktionssymbol, das heißt Zustand. Und zwar mit vier Argumenten links, 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 links. Das ist quasi der Anfangszustand. Nämlich, es geht um diese vier Objekte, nämlich Bauer, Wolf, Ziege, Kohl, oder? Genau, ja. Also das sind die vier Objekte: Bauer, Wolf, Ziege, Kohl. Am Anfang sind die alle auf der linken Seite, okay? Und am Ende sollen die alle auf der rechten Seite sein. Also dieses Prädikat Aktion, das soll quasi den Zustand in den überführen. Ja? Hinterher sollen die alle rechts sein. Und jetzt ist gesucht nach einem Plan, das heißt quasi einer Aktionssequenz, die mich von hier nach da überführt. So, und jetzt schauen wir uns das Aktionsprädikat an. Aktion von Start, Ziel, also um von einem Startzustand in einen Zielzustand zu kommen. Ja? Wir sehen ja, wir hatten hier dieses Funktionssymbol Zustand.
Ja. Und jetzt merken wir schon, quasi, das ist schon der erste Schritt hin zu einer Planungslösung. Ich hätte ja auch hergehen können, also wenn wir das jetzt, so wie wir die Logik jetzt kennengelernt haben, hätten wir das eigentlich normalerweise anders gemacht. Wir hätten angefangen, ein Prädikatzustand hinzuschreiben von, ich kürze jetzt mal ab, L, 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 L. Punkt. So einen Fakt hätten wir hingeschrieben. Ja? Und dann hätten wir, also in Prolog, ja? In Prolog hätten wir das als Fakt hingeschrieben. Das ist am Anfang der Zustand und dann hätten wir hingeschrieben, Fragezeichen, Strich, Zustand von R, 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 R. Ja? Das ist unsere Anfrage und es ist klar und dann kommt natürlich das ganze Wissen. Ja? Wie ich, also quasi in dem Wissen, beschreibe ich jetzt, was der machen darf. Ja? Also der darf, es dürfen nicht Ziege und Kohl auf einer Seite gemeinsam sein, ohne dass der Bauer dabei ist und so weiter. Das kommt ja auch hier dann. Ja? So, aber das Interessante ist, ich habe ja was ganz Ähnliches gemacht. Zustand viermal links und Ziel ist Zustand viermal rechts. Aber ich habe das jetzt verschoben auf die Funktionsebene. Hier wären das Prädikate gewesen. Ja? Warum ist das keine gute Idee, das so, eigentlich haben wir die ganze Logik so kennengelernt und hätten es normalerweise so gemacht. Warum ist das keine gute Idee, das so zu machen? Denken Sie an das Tweety-Beispiel oder an dieses Hausanmal-Beispiel. Das Problem ist doch das, wir wollen am Ende den Zustand haben und den nicht mehr. Aber weil die Logik ja monoton ist, gilt das Fakt immer noch. Das wird immer ewig gelten. Aber das wollen wir ja wegkriegen. Wir wollen ja nicht, dass die am Ende alle links sind und rechts sind. Ja? Weil dann wissen wir gar nichts mehr. Und das geht eben oft, also mit der ganz normalen logischen Semantik geht das nicht. So. Und jetzt ist das ist quasi der Ausweg, wie wir das Problem lösen können, mit, also wir könnten hier auch einen Theorembeweiser anwenden darauf, ja? Oder eben Prolog, wir verschieben das auf die Ebene der Funktionen, weil für Funktionssymbole, da gilt keine Monotonie. Da kann ich natürlich über die Unifikation dann hier Veränderungen vornehmen. So. Also deswegen verschieben wir das auf die Ebene der Funktionen. Also ich habe, Sie sehen, wir haben jetzt hier so eine Funktion Zustand. Ja? Übrigens, wir hätten das genauso auch mit Listen machen können. Ja? Ich hätte auch jetzt hinschreiben können, schreiben wir es vielleicht gerade nochmal hier hin, Aktion, also hier Doppelpunkt ist gleich, also Start, Aktion von L, 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 R, 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 R. Das hätten wir genauso machen können. Ja? Ich wollte es jetzt hier also auch zeigen, wir brauchen gar keine Listen, sondern im Prinzip tut uns diese Zustandsfunktion die Listen quasi simulieren. Okay, also jetzt gehen wir mal rein, schauen unser Prolog-Programm an. Aktion, Start, Ziel. Ja? So, und jetzt muss ein Plan generiert werden, der uns von Start nach Ziel überführt. Gut, dann rufen wir quasi jetzt hier noch ein Planprädikat auf. Das macht die eigentliche Arbeit. Start, Ziel. Dann haben wir hier noch so ein
Das ist wie die Akkumulatorvariable bei dem Akkre vorhin. Ja? Also das ist quasi so ein Zwischenzustand. Und das ist letztlich am Ende der Pfad, der ausgegeben wird. In diesem Pfad stehen dann die Einzelaktionen drin. Was weiß ich, Bauer mit Ziege aufs andere Ufer und so weiter. So. Und dann, okay, dann wird noch die Lösung ausgegeben. Also New Line, Right Lösung, Doppelpunkt, New Line und dann Right Path von Pfad. Ha? Und dann wird quasi der ganze Pfad ausgegeben. Also das bringt jetzt eigentlich nichts. Interessant wird jetzt das Planprädikat. So, da steht die eigentliche Arbeit drin. Also ein Plan von Start nach Ziel. Und jetzt hier das dritte Argument von Plan sind quasi, das ist so eine Zwischenvariable, wo die besuchten Zustände alle nacheinander abgelegt werden. Und da steht dann am Ende der finale Pfad drin. So. Und jetzt zerlegen wir den Plan in einzelne Schritte. Das Gehe-Prädikat, das macht quasi immer einen Schritt. Also Gehe tut zum Beispiel jetzt den Bauer allein auf der einen auf die andere Seite bringen oder der Bauer mit Ziege und so. Also Gehe, Start, Next. So, also ich gehe von Start nach Next und jetzt muss ich als nächstes überprüfen, ob das sicher ist. Also ob dann, wenn am Anfang Bauer, Wolf, Ziege und Kohl links waren und der Bauer geht jetzt allein auf die andere Seite zum Beispiel, dann müssen wir natürlich überprüfen, ob die linke Seite sicher war. Ja. Genau. Also ob gehe von Start nach Next, also die, genau, in den nächsten Zustand und jetzt müssen wir überprüfen, ob der nächste Zustand sicher ist. Ja. Vielleicht schauen wir gleich mal das sicher an. Was heißt denn sicher? Und hier haben wir jetzt definiert, was sicher heißt. Sicher von Zustand BWZK, also Bauer, Wolf, Ziege, Kohl. So ein Zustand ist sicher, wenn Wolf und Ziege gegenüber sind, also wenn die nicht auf der gleichen Seite sind, weil der Wolf würde die Ziege fressen, wenn die auf der gleichen Seite sind. Ja? Und wenn Ziege und Kohl nicht auf der gleichen Seite sind. Ja? Also das ist eine Möglichkeit, wie das Ganze sicher sein kann. Es sind aber nicht alle Möglichkeiten. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Es kann auch sicher sein, wenn zum Beispiel Wolf und Ziege auf der gleichen Seite sind. Wenn der Bauer dabei ist. Und das sehen wir hier. Sicher von BBBK. Was bedeutet denn das jetzt? Naja, das erste Argument ist ja der Bauer. Ja? Und da steht jetzt quasi, das ist die Seite, auf der der Bauer ist. Ja? Also wenn da jetzt zum Beispiel steht links, 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 ja? Dann sind Bauer, Wolf und Ziege alle links. Ja, dann ist, das ist okay. Ja, dann sind Wolf und Ziege links, aber der Bauer auch. Okay? Also das ist ein sicherer Zustand und genauso ist das ein sicherer Zustand, nämlich Bauer, Ziege und Kohl auf der gleichen Seite. Ja, ist auch sicher. So, also das sind jetzt die drei Varianten, drei Möglichkeiten für einen sicheren Zustand. Das heißt, dieses Subgoal ist genau dann erfolgreich, wenn eine von diesen drei Klauseln erfolgreich war. Okay, und jetzt tun wir den Sucharm ein bisschen reduzieren, und zwar dieses Backslash Plus, das bedeutet nicht. Also, das heißt, und es muss sein, nicht Member von Next, Besuch, also der nächste Zustand, soll nicht schon in der Liste aller bisher besuchten Zustände drin sein. Das reduziert den Suchraum. Ja? Weil sonst, wenn ich das nicht hätte, würde ich alles Mögliche ganz oft wiederholt ausprobieren. Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich tue da irgendwelche Objekte hin und her fahren und komme, also zum Beispiel Bauer und Ziege gehen von links nach rechts und dann beide miteinander wieder zurück, da habe ich wieder den gleichen Zustand, bringt nichts. Das wird dadurch ausgeschlossen. So, also wenn das jetzt erfolgreich war, also ich gehe von Start nach Next und außerdem ist das sicher und wir hatten das noch nicht, dann tue ich diesen neuen Zustand Next
in die Liste aller besuchten Zustände rein. Hier. Das tue ich einfach vorne dranhängen an die Liste der bisher besuchten Zustände. Genau. Das heißt, der Plan wird jetzt quasi um einen Zustand verlängert. Genau, und das war es eigentlich schon. Ist klar, der Pfad wird um einen Zustand verlängert. Aber wir machen natürlich jetzt hier einen rekursiven Aufruf von Pfad. Ja? Und zwar rekursiven Aufruf, indem wir sind ja jetzt in dem nächsten Zustand next. Das heißt jetzt, also wir haben quasi einen Schritt gemacht von Start zu next. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Plan für den ganzen Rest. Nämlich von dem neuen aktuellen Zustand brauchen wir jetzt einen Plan zum Ziel. Rekursiver Aufruf. Okay, und dann brauchen wir natürlich noch eine Terminierung für unser rekursives Planprädikat. Und das ist hier. Nämlich wir sind dann fertig, wenn Start und Ziel das gleiche sind. Also wenn ich quasi am Ziel angekommen bin. Dann sind wir fertig. Und dann schauen Sie, und das ist jetzt wieder der alte Trick, oh, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Jetzt mache ich einfach über die Unifikation. Hier zweimal die gleiche Variable steht da. Das heißt, diese immer länger werdende Liste der schon besuchten Zustände, die wird jetzt einfach in die Return-Variable Pfad durch per Unifikation reingeschrieben. Genau. So, was wir noch nicht angeschaut haben, ist dieses Gehe-Prädikat. Also Gehe von Start nach Next. Und zwar, also wir gehen vom einen Zustand zum anderen Zustand, und zwar von einem Zustand XXZK. Also XX nochmal bedeutet, Bauer und Wolf sind jetzt auf der gleichen Seite, vorher. Ja? Und nachher sind die wieder auf der gleichen Seite. Das ist praktisch das G, wenn der Bauer und der Wolf die Seite wechselt. Ja? Und zwar, woran sieht man, dass die Seite gewechselt haben? Ja, da dran. Die haben genau dann die Seite gewechselt, wenn X gegenüber von Y ist. Und gegenüber ist klar. Links ist gegenüber von rechts und rechts ist gegenüber von links. Das ist ganz simpel. Ja? Oder wir tun Bauer und Ziege, das ist das erste und dritte Argument, die Seite wechseln lassen und dann müssen die gegenüber sein. Oder Bauer und Kohl wechseln die Seite oder der Bauer allein wechselt die Seite. Sie sehen, X, Y. Das sind die vier Möglichkeiten. Ja, und das war alles. Das ist das ganze Programm. Also, ich meine, das ist eigentlich schon nett, weil wir müssen eigentlich nicht sehr kompliziert irgendwie jetzt programmieren, was da passiert. Und vor allem, was wir uns komplett ersparen durch die Verwendung von Prolog, ist quasi den Suchalgorithmus. Wir müssen ja überhaupt keinen Suchalgorithmus programmieren. Ja? Wir schreiben nur quasi deklarativ hin, welche Möglichkeiten gibt es. Ne? Wir haben dieses Gehe-Prädikat, dann haben wir sicher Member und Plan. Ne? Wir schreiben nur deklarativ hin, was es da für Möglichkeiten gibt. Also zum Beispiel, dass Bauer und Wolf die Seite wechseln dürfen, Bauer Ziege und so weiter. Aber den Suchalgorithmus, all die verschiedenen Pfade durchzuprobieren, das ist natürlich implizit in der Tiefensuche mit Backtracking von Prolog drin. Eine Kleinigkeit habe ich noch unterschlagen, nämlich dieses Right-Path-Prädikat. Ja? Ich meine, das ist halt ein bisschen syntaktischer Zucker, sprich, da soll dann der Pfad ausgegeben werden. Und das habe ich natürlich, weil es hier nicht steht, als Übungsaufgabe. Das heißt, Sie sollen dann jetzt das Right-Path-Prädikat schreiben, derart, dass am Ende sowas kommt. Ja? Also wir rufen das Ganze auf mit Start
Und dann wird sowas ausgedruckt. Bauer und Ziege von links nach rechts, Bauer von rechts nach links, Bauer und Wolf von links nach rechts und so weiter. Okay. Ja, okay. Vielleicht schauen wir uns nochmal dieses Planprädikat kurz an, in Logik, wie man das jetzt in Logik hinschreiben würde. Also, wir würden also das Planprädikat definieren, indem wir sagen, Plan von Z, Z. Also klar, es ist ein Plan, wenn ich quasi gar nichts tue. Wenn ich in einem Zustand war und hinterher immer noch im gleichen Zustand bin. Das ist ein korrekter Plan. Das ist quasi die Terminierung. Ja? Und dann hier kommt jetzt quasi die rekursive Variante für alle S, für alle Z, für alle N. Gehe von S nach N, also von Start nach nächstem Zustand. Und der nächste Zustand muss sicher sein, deswegen und. Und Plan von N, Z. Also von dem nächsten Zustand zum Zielzustand, wenn das gilt, also wenn ich von S nach N gehen kann und N sicher ist und außerdem ein Plan von N zum Ziel existiert, dann ist das natürlich ein Plan von S nach Z. Ja? So, das ist jetzt, Vorsicht, hier haben wir jetzt natürlich Prädikate G, sicher und so weiter. Hatten wir ja hier auch, klar. Also, genau, das ist nur das Ganze ein bisschen leichter lesbar und kompakter in PL1 hingeschrieben. Genau. So, und diesen Trick, den wir da verwendet hatten, jetzt im Prolog oder auch hier, das ist das sogenannte Situationskalkül. Situationskalkül nochmal heißt, wir verwenden hier kein Prädikat für den Zustand, sondern ein Funktionssymbol für die Situation in meiner Welt. Die Situation wird jetzt nicht mehr als Prädikat aufgeschrieben, weil bei dem Prädikat hätten wir ja so ein Problem. Ja? Also da würden wir wieder das Fremdproblem kriegen. Sprich, wir würden Widersprüche haben, wir hätten eine Welt, die gleichzeitig im einen und im anderen Zustand sein kann. Und dadurch, dass wir das auf die Funktionsebene quasi runterziehen, lösen wir das Problem. Ja? Weil, das sind ja jetzt Argumente von Prädikaten. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel schauen, bei hier zum Beispiel dieses Gehe-Prädikat. Ja? Gehe, Start, Next. Das ist eine Variable und das ist eine Variable. Und Variablen kann ich natürlich überschreiben. Das ist der Punkt. Variablen können überschrieben werden. Ja? Und deswegen ist quasi hier keine Monotonieforderung mehr. Wenn eine Variable überschrieben wird, interessiert mich nicht mehr, welchen Wert die vorher gehabt hat. Ja? Hingegen bei den Prädikaten. Zustand, wenn das einmal dasteht, dann gilt es immer. Wenn das jetzt aber auf der Funktionsebene ist, dann überschreibe ich Variablen und dann kann ich Zustände der Welt einfach verändern. Ja, so wie wir das ja auch wollen. So, das ist die Idee an diesem sogenannten Situationskalkül. Ja, wir ziehen das Ganze runter von der Prädikats auf die Funktionsebene und können dann sehr schön solche Pläne generieren. So, ja, also soweit zum Planen. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und zwar noch ein bisschen eleganter Planungsaufgaben, Planungsprobleme lösen. Ja? Indem wir noch weniger, also ich meine, das war ja schon ganz nett und elegantes Programmchen, also zumindest wenn man es verstanden hat. Ja? Jetzt wollen wir noch weniger hinschreiben, was da wirklich passiert, sondern nur noch quasi Randbedingungen über die Welt aufschreiben und unser Laufzeitsystem
löst dann das ganze Problem. Das nennt sich dann Constraint Logic Programming. Constraint von Randbedingungen. Wir schreiben nur noch Constraints, also Randbedingungen über unsere Welt hin. Und alles andere macht unser CLP, Constraint Logic Programming Solver. So, also CLP heißt, wir schreiben Randbedingungen auf. Und der Interpreter, der überwacht dann die Einhaltung aller Randbedingungen. Und wie da jetzt irgendwie eine Lösung gesucht wird, interessiert mich überhaupt nicht. Programmierer wird entlastet. Hier ein Zitat von dem Herrn Freuder, das ist einer der Pioniere von CLP. Und das Constraint Logic Programming ist übrigens ein ziemlich altes Gebiet. Also schon als ich angefangen habe, mich mit Logik zu beschäftigen, das war ja wie gesagt 1987, gab es Constraint Logic Programming Sprachen. Und die sind bis heute sehr interessant. Und ich bin der Meinung, das ist das Interessanteste an der ganzen Logic Programming Welt. Und hier deswegen das Zitat von dem Herrn Freuder. Constraint Logic Programming represents one of the closest approaches computer science has yet made to the holy grail of programming. Also, zu dem heiligen Gral des Programmierens. The user states a problem, the computer solves it. Also die Idee quasi des deklarativen Programmierens. Ich schreibe nur hin, was zu tun ist, aber nicht wie. Ja, ich schreibe nur die Aufgabenstellung hin und der Computer findet die Lösung. Das ist ja die Idee, auch was weiß ich, modellbasierte Programmierung und so weiter. Das ist ja immer die Idee, die dahinter steckt. Aber meistens ist es dann so, wenn man dann genauer hinschaut, die Algorithmik muss ich halt dann am Ende doch selber programmieren. Ja? Diese nimmt mir niemand ab. Aber das hier, Constraint Logic Programming, das ist eine echt coole Geschichte. Also das ist für mich einer der Punkte in der Informatik, wo man sagen kann, cool, hier wird mir tatsächlich das Programmieren abgenommen. Da kann man richtig tolle Sachen machen damit. Ich meine, die Sprache Prolog, naja, man kann schon sagen, ist fast gestorben heute. Und abgelöst durch andere High-Level-Programmiersprachen, wie zum Beispiel Python. Ja? Also Python ist eine Programmiersprache, die erstens eine schöne, einfache Syntax hat und zweitens ganz viele eingebaute Mechanismen, Pattern Matching und so weiter, die einem das Programmieren stark vereinfachen. Wenn ich jetzt so eine Sprache wie zum Beispiel Python verwenden kann und zusätzlich noch den Constraint-Mechanismus von Prolog drin habe, also muss ich jetzt zugeben, ich weiß nicht, ob es Constraint Python gibt. Vielleicht gibt es es. Aber es gibt zum Beispiel Constraint C. Also C mit dem Constraint-Mechanismus von Prolog eingebaut, das gibt's. Ja? Und das ist eine coole Sache. Also, wenn Sie jetzt sagen, oh, Prolog interessiert mich nicht, es gibt heute andere Constraint-Sprachen. Also diese Möglichkeit, mit Constraints zu arbeiten, die gibt es heute auch in anderen Sprachen. So, also, und wir schauen uns ein Beispiel an, an dem Sie sehen, was man da machen kann damit. Es geht hier um ein Stundenplanproblem quasi. Und zwar die Raumaufteilung am Albert-Einstein-Gymnasium bei den mündlichen Abiturprüfungen soll der Hausmeister einen Plan erstellen. Er hat folgende Informationen. Die vier Lehrer Meyer, Huber, Müller und Schmid prüfen die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe und Physik in den aufsteigend nummerierten Räumen 1, 2, 3, 4. Jeder Lehrer prüft genau ein Fach in genau einem Raum. Außerdem weiß er Folgendes über die Lehrer und ihre Fächer. Herr Meyer prüft nie in Raum 4, Herr Müller prüft immer Deutsch, Herr Schmid und Herr Müller prüfen nicht in benachbarten Räumen, Frau Huber prüft Mathematik, Physik wird immer im Raum 4 geprüft, Deutsch und Englisch werden nicht in Raum 1 geprüft. Wer prüft was in welchem Raum? So, jetzt viel Spaß, das in C oder Assembler oder sonst irgendeiner Sprache zu programmieren. Ja? Also, naja, man müsste sich irgendwie eine Algorithmik überlegen, die andauernd diese Constraints überprüft und dann eine Lösung irgendwie generiert.
Natürlich ist das möglich, aber es ist nicht ganz einfach. Und jetzt schauen wir uns an, wie das in Constraint-Prolog aussieht. Ja? Und zwar SWI-Prolog mit Constraints. Also, sorry, die erste Zeile, die ist hier ein bisschen ausgeblendet, die heißt einfach Start. Ja? Also Start, Doppelpunkt, Minus. Das heißt, das ist jetzt mein ganzes Prolog-Programm oder Constraint-Programm. So, jetzt kommen ein paar so Deklarationen. FD-Domain. Also das FD steht für Finite Domain. Ja? Sprich, das bedeutet, und die meisten Constraint-Solver, die können auch nur Finite Domains. Das heißt, die Variablen können nur endlich viele Werte annehmen. Ja? Und das sieht man jetzt auch gleich hier. Nämlich FD-Domain und jetzt kommt eine Liste von hier bis hier. Mit vier Variablen, Meyer, Huber, Müller, Schmid. Das heißt, diese alle Variablen in der Liste drin können die Integer-Werte 1 bis 4 annehmen. Deswegen Finite Domain. Das heißt, hier gebe ich jetzt den Range an, den Bereich, in dem die Werte von den vier Variablen sind. Unsere Aufgabe besteht jetzt ja darin, für diese vier Variablen Werte zu finden aus dem Intervall 1 bis 4. Jede von den Variablen soll einen Wert von 1 bis 4 annehmen. Übrigens, wir könnten jetzt an der Stelle unser Programm schon beenden. Dann würden wir eine Lösung kriegen, zum Beispiel 1, 1, 1, 1. Also 4 mal die 1. Weil unsere Constraints, unsere Randbedingungen hatten nichts weiter ausgeschlossen. Es ist alles erlaubt. Ja? Aber wir wollen ja nicht zum Beispiel, dass die alle vier im gleichen Raum prüfen. Also meine Semantik jetzt hinter den Variablen ist ja klar, Meyer, Huber, Müller, Schmid, das sind die vier verschiedenen Lehrer. Und jetzt soll auf jede der Variablen ein Raum zugewiesen, eine Raumnummer zugewiesen werden. Und wir wissen ja, die Raumnummern sind 1 bis 4. Deswegen hier 1 bis 4. Ja? So, und wir hatten ja auch gefordert, das war ja einer der Constraints, jeder Lehrer prüft genau ein Fach in genau einem Raum. Ja? Das heißt, kein Lehrer kann in zwei Räumen sein. Und das machen wir mit dem Befehl FD-AllDifferent. Das heißt, wir sagen, diese vier Variablen müssen alle unterschiedliche Werte haben. So. Außerdem haben wir jetzt noch die vier verschiedenen Fächer, Deutsch, Englisch, Mathe und Physik. Und jedes Fach muss auch einem Raum zugeordnet werden, also auch die Nummern 1 bis 4. Und auch die müssen unterschiedlich sein, also es dürfen keine zwei Fächer im gleichen Raum geprüft werden. Okay, dann kommt noch der Befehl FD-Labeling, Meyer, Huber, Müller, Schmid. Das, schauen Sie, es ist ja jetzt so, für dieses Problem, also wir haben das Problem, gehen wir nochmal zurück, das ist das Problem, hier steht es. Welche Fragen, das ist wie in der linearen Algebra. Wenn wir ein lineares Gleichungssystem haben, stelle ich immer die Frage, ja Leute, wie viele Lösungen gibt es? Ja? Es gibt vielleicht keine, vielleicht eine, zwei oder bis zu unendlich viele Lösungen. Ja? Und das ist hier auch die Frage, wie viele Lösungen gibt es? Wir sehen das nicht auf den ersten Blick. Kann sein, dass es gar keine Lösung gibt. Dass sich irgendwelche Constraints widersprechen, es gibt gar keine Lösung. Es kann sein, es gibt eine Lösung. Es kann aber auch sein, es gibt mehrere Lösungen. So, für den Fall, dass es mehrere Lösungen gibt, da würde jetzt dieser Constraint-Solver zum Beispiel mir ausgeben 1, 2, xx. Das würde bedeuten, Meyer prüft in Raum 1, Müller in Raum 2 und Huber und der vierte prüfen im gleichen Raum. XX. Aber wie der heißt, ist eigentlich egal. Und deswegen wird eine Variable ausgegeben. Wenn ich das nicht will, dass Variablen ausgegeben werden, wenn es jetzt viele Lösungen gibt, dann sage ich FD-Labeling. Dann sage ich, okay, also wenn es viele Lösungen gibt, dann gib mir bitte eine konkrete aus, weil ich will ja für die Prüfungen Räume zuordnen. Ja, das ist dieser Befehl FD-Labeling. Also falls es mehrere Lösungen gibt, bitte ich will eine explizit haben.
Okay, also das sind jetzt so allgemeine allgemeine Constraints, die ich angeben kann für meine Variablen. So, und jetzt kommen die ganz speziellen Constraints. Meier ungleich 4 hat, also das heißt ungleich, also Meier prüft nicht in Raum 4. Müller gleich Deutsch, Müller prüft Deutsch. Dist, Müller, Schmied, größer gleich 2. Also, das war die Randbedingung, Müller und Schmied prüfen nicht in benachbarten Räumen. Ja? Das heißt, der Abstand der Raumnummern muss größer gleich 2 sein. Huber prüft Mathe, Physik in Raum 4, Deutsch nicht in Raum 1, Englisch nicht in Raum 1. Das sind die Constraints und Sie sehen jetzt, wie schön elegant wir das hinschreiben. Wir schreiben wirklich nur die Constraints hin. Und dann, zugegebenermaßen, meine Ausgaberoutine ist nicht sehr komfortabel, aber ich hole es an der Stelle, das Programm einfach halten. Wright, Meyer, Huber, Müller, Schmied. Also hier wird jetzt quasi die Liste der Räume ausgegeben, in denen die verschiedenen Lehrer sind. Und hier wird die Liste der Räume ausgegeben, in denen die Fächer sind. So, wir wenden das, also wir rufen das Ganze auf und die Ausgabe sieht dann so aus. 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 4. Also, wie war das nochmal die Reihenfolge von den Lehrern? Meier, Huber, Müller, Schmied. Also, Meier prüft in Raum 3 und das ist hier jetzt als Tabelle wiedergegeben. Huber prüft in Raum 1, Müller in 2 und Schmied in 4. Und da die entsprechenden Fächer. So. Also das ist eine tolle Sache, das ist eine richtig coole Sache. Und nochmal, zu dieser Aussage hier, Holy Grail of Programming. The user states the problem, computer solves it. Wenn wir uns das anschauen, hier, also quasi das hier und das zusammen, ist, wir schreiben das Problem hin, aber wir schreiben wirklich nichts, auch gerade gar nichts hin drüber, wie wir das Problem lösen. Ja, über die Algorithmik ist hier nichts gesagt. Und damit kann man natürlich eine ganze Menge coole Probleme ganz einfach lösen, ohne dass wir ein Prozedural brauchen. Zum Beispiel ganz viele solche Puzzleprobleme, so wie heißen die Dinger, Sudoku und so Zeug oder Kreuzworträtselprobleme, können wir sehr schön elegant mit Constraint Programming lösen. Oder auch angewandte Probleme aus der Praxis, so Scheduling-Probleme. Zum Beispiel wurden das Parken von Flugzeugen auf Flughäfen wurde auch so programmiert schon. Ja? Weil da hat man ja immer das Problem, ich habe viele, wie nennt man das, also an den Terminals, die Parkplätze quasi für die Flugzeuge, wo die andocken können, haben wir ja nicht viele. Und wir haben sehr viel Verkehr auf dem Flughafen und dann gibt es irgendwelche Constraints. Was weiß ich, ein Jumbojet kann halt an irgendwelche ganz kleinen Parkplätze nicht hin, sondern nur dahin und so weiter. Und außerdem gibt es vielleicht noch Prioritäten unter den Fluggesellschaften, die mehr bezahlen dürfen schneller oder keine Ahnung. Ja. Und so gibt man halt die ganzen Constraints an und dieser Solver, der findet immer eine Lösung für die aktuelle Situation. Okay, und ich habe für Sie jetzt noch dieses sogenannte Einstein-Rätsel, stammt übrigens nicht von Einstein, aber es heißt halt so, als Übungsaufgabe. Und das ist auch ein ganz cooles, nettes Rätsel. Hat es vielleicht von Ihnen jemand schon mal gehört, gelöst? Ja. Also da geht es um irgendwelche Leute, also Leute, die verschiedene Zigarettenmarken rauchen und der eine wohnt neben dem anderen und der andere tut das nicht und jenes nicht und erst einmal ist man total verwirrt und das kann man ähnlich wie unser Stundenplanproblem sehr elegant. Man schreibt eigentlich, es stehen in dem Problem die Constraints drin, was weiß ich, der Marlboro-Raucher, wohnt neben dem Dunhill-Raucher und der keine Katze hat, wohnt neben sowieso und so weiter. Das schreibt man ganz ähnlich wie hier, nur die Constraints hin
und der Solver findet dann die Lösung. Und wenn man dann, man kann natürlich auch manuell die Lösung suchen, da merkt man, das ist nicht ganz trivial, da muss man sich schon ein bisschen Gedanken drüber machen. Und das findet der Constraint Solver ganz elegant. Also wie gesagt, vielleicht denken Sie mal dran, später auch im Beruf, wenn Sie da irgendwelche so Planungs- oder puzzleartige Probleme lösen müssen, Constraint Solver sind hier die Methode der Wahl. Wie macht es Hochschule? Oder Prüfungs... Nicht so. Ja. Die Hochschule verwendet seit zig Jahren eine uralte Software, bei der man die Hälfte von Hand machen muss. Natürlich könnte man das mal ersetzen durch sowas. Aber das könnte man ja dann jedes Semester einfach durchlaufen lassen, dann müssten wir innerhalb von kurzer Zeit dann klar eine Raumplanung haben. Natürlich, natürlich, ja, ja. Aber Vorsicht, also ich meine, ich habe hab mir auch mal überlegt, ob ich das unserer Verwaltung vorschlagen soll, sowas selber programmieren zu lassen. Aber wenn man dann merkt, wie so ein Betrieb funktioniert, da gibt es nämlich Kollegen, die jedes Semester ganz genau wissen, an welchem Tag sie zu wem gehen müssen, um dann besser behandelt zu werden als die anderen Kollegen, um vielleicht einen freien Tag mehr zu kriegen und so weiter. Wenn man das vollautomatisch macht, geht sowas natürlich nicht mehr. Man müsste dann quasi noch so inoffizielle Constraints einbauen. Der Kollege X hat Priorität vor dem Kollege Y und so weiter. Aber immerhin so funktioniert unsere Welt, nicht nur hier an der Hochschule, in der Politik, überall läuft es so. Wäre natürlich eine Herausforderung, in die Software dann auch noch diese Möglichkeiten mit einzubauen. Okay, so, kurze Zusammenfassung. Zu Logikprogrammierung. Ja. Also die Idee war ja, wir verwenden Logik zum Programmieren, weil wir deklarativ programmieren können. Weil wir dann eben nicht den Ablauf programmieren müssen, sondern nur noch die Logik von unserem Problem hinschreiben. Also der Ausgangspunkt für die Logikprogrammierung war eigentlich genau das, was ich gerade erzählt habe, nämlich das, was wir mit den Constraints machen können. Ja. Aber wir haben festgestellt, Logik allein hinschreiben ist an vielen Stellen ineffizient. Beispiel naiv reverse. Also kostet viel zu viel Rechenzeit, wenn wir das naiv rekursiv machen. Wenn wir es hingegen optimieren wollen, dann müssen wir uns in das prozedurale Detail reindenken. Ja. Und außerdem haben wir ja das Frame-Problem mit unserer Logik. Das heißt, da müssen wir das auch wieder auf die Variablen-Ebene runterziehen und dann auch wieder uns ins Prozedurale ein Stück weit reindenken. Also diese relationale Sicht auf Prozeduren ist zwar in manchen Fällen schön, aber wir brauchen auch die prozedurale Semantik von Prolog, wenn wir programmieren wollen. Okay. Ein paar nette Features. Wir können zum Beispiel was machen mit Prolog, was in anderen Sprachen nicht geht. Und zwar deswegen, weil, wenn wir das vergleichen mit einer prozeduralen Programmiersprache, ich habe eine Funktion f mit irgendwelchen Übergabeparametern und da geht nur eine Richtung, die Übergabeparameter rein und der Returnwert raus. Ja? Bei Prolog, da kann ich, weil das Relationen sind, die Semantik der Prädikate sind Relationen und deswegen ist da keine Richtung vorgegeben. Das heißt, ich kann einen Übergabeparameter auch als Output-Parameter verwenden. Ja? Und das wird realisiert über die Unifikation, weil die Unifikation der Variablen nicht gerichtet ist. Quasi bei einer klassischen Sprache ist das Pattern-Matching. In meinem Funktionskopf gibt es Variablen und die werden zur Laufzeit ersetzt durch Konstanten, also geht nur rein. Ja? Weil ich Unifikation habe, kann das auch wieder rausgehen. Und da haben wir elegante Beispiele gesehen, wie wir sowas machen können. Teilweise sind die Programme kürzer als in anderen Sprachen. Und deswegen werden solche Sprachen natürlich auch zum Rapid Prototyping verwendet. Und wie gesagt, das Highlight von dem Kapitel war meines Erachtens ganz klar, Constraint Logic Programming.
für Optimierungs-, Planungsaufgaben und solche Rätsel. Ja? Also eine Sache soll ich vielleicht auch noch bemerken. Prolog wurde erfunden in Europa von Kolmarauer und Franzose und hat sich dann auch in Europa durchgesetzt. Die Konkurrenz dazu war Lisp in den USA. Ja, und das ist bis heute so. Ja? Also quasi die KI-Sprache in den USA war und ist schon immer Lisp und in Europa war und ist es Prolog. Ja? Wir werden es zum Beispiel sehen, wenn wir dieses PDDL sehen, die, dann, wenn wir Learning, wenn wir in, na, in lernfähige Roboter das High Level Learning from Demonstration machen, dann werden wir ja Planungsaufgaben lösen und diese Sprache PDDL sehen. Und das ist eine Planungssprache, die auch schon mit Logik einiges zu tun hat, aber eine Lisp-Syntax hat und keine Prolog-Syntax. Okay, gut, hier noch ein paar Hinweise auf die Literatur. Okay, ja gut, damit sind wir jetzt fertig mit dem Kapitel. Hier machen wir natürlich nicht mehr weiter, weil das kennen wir ja aus KI schon, die restlichen Kapitel aus dem KI-Buch. Das heißt, wir steigen jetzt um auf theoretische Informatik, auf das Buch von dem Herrn Hoffmann. Also wie gesagt, der Rest vom Semester geht jetzt komplett nach dem Buch von dem Herrn Hoffmann vor. Ich habe es am Anfang vom Semester auch schon gesagt, ein ausgezeichnetes Buch über theoretische Informatik, wo er sich wirklich sehr viel Mühe gemacht hat, das Ganze anschaulich darzustellen und auch mit vielen Beispielen leicht verständlich aufzubereiten. Und deswegen, als das Buch rauskam, war für mich klar, ich werde umsteigen. Ich hatte eigentlich auch schon ein ganz nettes Skript, aber da haben zum einen viele Teile gefehlt, weil das Skript, das stammt eigentlich noch aus der Diplomzeit. Und im Master haben wir gesagt, okay, da wollen wir die theoretische Informatik ein bisschen aufbauen. Und insofern hat es ganz gut gepasst, dass da dann das Buch von dem Hoffmann rauskam. Ja, kurze Übersicht über den Rest vom Semester. Also das ist jetzt die Inhaltsübersicht über die Kapitel von dem Hoffmann-Buch. Es gibt ein Einführungskapitel, das wir weglassen werden und auch ein Kapitel mathematische Grundlagen, das ich auch weglassen werde, weil vieles von den mathematischen Grundlagen haben wir in Advanced Mathematics for Engineers gemacht oder auch jetzt im Logikkapitel zum Beispiel. Und das, was wir dann brauchen werden, das werde ich an den entsprechenden Stellen dann noch einfließen lassen, wenn da was fehlt. Dann Logik und Deduktion ist das Kapitel 3 im Hoffmann-Buch. Das haben wir jetzt ja aus meinem Buch übernommen. Das heißt, wir werden jetzt ab Kapitel 4 bis Kapitel 7 das Buch durchgehen. Ja? Und zwar, das sind eben jetzt formale Sprachen, dann endlich die Automaten. Ich meine, das sind zwei Kapitel, die sehr, ja, im Prinzip ist das eine duale Sichtweise. Wir stellen uns immer die Frage, wenn wir eine formale Sprache haben, wie kann ich solche Sprachen abarbeiten? Ja? Also was für einen Computer, was für eine Hardware zum Beispiel würde ich brauchen, um solche Sprachen, Programmiersprachen abzuarbeiten? Ja? Das heißt, hier werden wir verschiedene Typen von endlichen Automaten kennenlernen, bis hin zu den Turing-Maschinen. Das sind die mächtigsten Automaten, die wir kennenlernen werden. Und weil das die mächtigsten sind und weil unsere heutigen Computer alle nach dem Turing-Maschinen-Prinzip arbeiten, werden wir dann ein ganzes Kapitel verwenden auf die Frage, was können denn Turing-Maschinen berechnen und was können sie nicht berechnen. Also hier werden wir die Grenzen der Informatik ausloten. Das ist natürlich schon ein wichtiges Thema. Als Informatiker sollte man wissen, dass es relativ banale, praxisrelevante Aufgabenstellungen gibt, die wir leider nie programmieren können werden. Wir werden Beweise sehen über diese entsprechenden Grenzen. Dann werden wir wieder zurückgehen innerhalb die Grenzen der Informatik. In der Komplexitätstheorie werden wir die Menge aller Berechnungsaufgaben
zerlegen in unterschiedliche Klassen, eigentlich eher so. Ja? In die ganz schwierigen, die sehr schwierigen und bis hin zu den einfachen Problemen. Da haben mehrere Herren aus der theoretischen Informatik einen sehr schönen Rahmen aufgebaut zur Klassifizierung von Berechnungsproblemen. Okay, ja, starten wir mit den formalen Sprachen. Also was werden wir tun? Wir werden mit Hilfe von Grammatiken Sprachen erzeugen. Wir werden die Chomsky-Hierarchie uns anschauen. Das ist eine Sprachenhierarchie. Vier verschiedene Ebenen von formalen Sprachen werden wir kennenlernen. Und zwar unter anderem reguläre, kontextfreie und kontextsensitive. Das Sie sehen, das sind schon drei Klassen. Und dann die allgemeinste Klasse, das sind beliebige Grammatiken. Dann werden wir Entscheidungsprobleme anschauen für formale Sprachen. Abschlusseigenschaften, dann das Pumping-Lemma anschauen und den CYK-Algorithmus für das Wortproblem. Das Wortproblem ist letztlich, das wird das wichtigste Problem für viele Wochen jetzt sein, nämlich das ist die Frage, gegeben ein Wort, gehört es zu der Sprache oder nicht? Also, ich nehme irgendein Wort, was weiß ich, Handbuch und stelle mir die Frage, gehört es zur Sprache Deutsch oder nicht? Gehört es zur Sprache Chinesisch oder nicht? Ja? Oder ich nehme eine Datei, bestehend aus ASCII-Zeichen, und stelle mir die Frage, ist der Inhalt von der Datei ein syntaktisch korrektes C-Programm? Das ist das Wortproblem für die Sprache C zum Beispiel. Wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Und Sie sehen, wir werden da einen Algorithmus kennenlernen, den sogenannten CYK-Algorithmus für das Wortproblem kontextfreie Sprachen. Und kontextfreie Sprachen, das sind, also unsere Programmiersprachen gehören zu der Klasse und deswegen ist das hochinteressant. Das heißt, dieser CYK-Algorithmus ist quasi ein Parser-Algorithmus. Und da stellt sich natürlich die Frage, zum Beispiel, wie schnell können wir das machen? Ist das Problem, die Syntax einer Programmiersprache zu checken? Ist das ein einfaches, ein schwieriges, unlösbares Problem? Klar, wir alle wissen, es ist ein lösbares Problem, weil unsere Compiler machen das dauernd. Ja? Und die machen es außerdem noch relativ effizient. Offenbar ist das ein lösbares Problem. Aber genau das werden wir dann verstehen in dem Kapitel Formale Sprache. Okay, wir haben ja noch eine Viertelstunde. Also, wir steigen ein mit ein paar elementaren Definitionen. Alphabet, Zeichen, Wort, Sprache, ein Alphabet. Sigma ist eine endliche Menge von Symbolen. Ganz wichtig an der Stelle, Alphabet muss immer endlich sein. Aus ganz pragmatischen Gründen, auf keinem Computer könnten wir je über ein unendliches Alphabet reden. Ja? Und die Elemente von Sigma, das sind die Zeichen des Alphabets. Und jetzt jedes Element Omega aus Sigma Stern wird als Wort über Sigma bezeichnet. So, und jetzt Sigma Stern ist die Menge aller Zeichenketten, werden wir auch gleich definieren. Jede Teilmenge L von Sigma Stern ist eine formale Sprache. Ja? Also, Sigma Stern nochmal ist die Menge aller Zeichenketten und jede Teilmenge von Sigma Stern ist eine formale Sprache. Das ist jetzt schon ganz wichtig. Also jede Menge von Zeichenketten ist eine formale Sprache. Ja? Ja. So, ganz wichtig, die wichtigste Operation bei formalen Sprachen ist die Konkatenation. Ganz basic und elementar. Das ist eine zweistellige Operation auf Sigma Stern. Sigma Stern entsteht aus Sigma durch Konkatenation von Worten. Also Sigma ist das Alphabet. Entweder machen wir doch gleich mal an der Tafel ein Beispiel. Sigma gleich A, B, C zum Beispiel. Wir haben die drei Zeichen A, B und C. So. Konkatenation ist eine zweistellige Operation. Ja? Und hier ist sie jetzt definiert. Für V gleich V1 bis Vn aus Sigma Stern. Also,
Das ist eine Zeichenkette mit n Zeichen in Sigma-Stern. Das ist eine andere Zeichenkette mit n Zeichen aus Sigma-Stern. Dann, was ist dann VW? Also wenn ich sowas hinschreibe, VW, dann ist das nichts anderes als alle Zeichen von V und danach dann alle Zeichen von W. Also ist elementar, ich meine, wir sind es gewohnt, mit Texten umzugehen. Was bedeutet es, wenn ich zwei Texte aneinander hänge? Ja, das. Diese Texte können natürlich auch nur aus einem Zeichen bestehen. Also zum Beispiel A, B. A ist aus Sigma, B ist aus Sigma, die Konkatenation ist dann das AB. Ja? So, ja, das Sigma-Stern mit der Konkatenation ist eine Halbgruppe mit neutralem Element, ein Monoid. Also eine Halbgruppe mit neutralem Element. So, was sind die Eigenschaften einer Halbgruppe? Ich habe eine zweistellige Verknüpfung und was muss da gelten? Also, bei einer Halbgruppe, die muss abgeschlossen sein und assoziativ gesetzt, ist alles, was wir brauchen. Ja? Abgeschlossen heißt, ich nehme zwei Elemente aus der Gruppe, verknüpfe die aus der Menge und das Ergebnis muss wieder in der Menge drin sein. Also, zum Beispiel, wir nehmen unser Sigma, Sigma Stern und wir nehmen A und B und verknüpfen das und das muss dann wieder ein Element von Sigma Stern sein. Und das ist trivialerweise der Fall. Ich meine, ist klar, ich nehme zwei Zeichenketten, verknüpfe die und dann sind es wieder Zeichenketten über dem gleichen Alphabet. Ja, ist trivialerweise gegeben. Assoziativgesetz, das heißt nichts anderes als A verknüpft mit B und das verknüpft mit C muss das gleiche sein wie A B, C. Und auch das gilt für die Konkatenation von Zeichenketten, trivialerweise. Ja? Okay. So, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen genauer an unser Sigma-Stern. Moment mal. Ja, genau. Und zwar dieses Sigma-Stern, das Stern hier, das kommt von dieser Schreibweise. Vielleicht müssen wir doch nochmal kurz an die Tafel zurückgehen. Und zwar. Hoch 0 ist ist das leere Wort. Ja? Also das Epsilon steht für das leere Wort. Ja? Also leere Wort heißt, das ist nicht das Leerzeichen, ja? Sondern das ist ein Wort, das die Länge 0 hat. Deswegen eben das hoch 0. A hoch 1 ist A. A hoch 2 ist AA, A hoch 3 AAA und so weiter. Ist übrigens ganz ähnlich wie in der Mathematik. A Quadrat ist A mal A. Schreibt man auch so hin in der Mathematik. Ist übrigens interessant. Wir lassen das Multiplikationszeichen weg. Ja? Genauso lassen wir hier das Konkatenationszeichen weg. Ja? Aber natürlich ist jetzt hier bei den formalen Sprachen ist AA was anderes als in der Mathematik. Ja? So,
ähnlich wie in der Mathematik, a hoch 3 ist in der Mathematik nichts anderes als eine Abkürzung dafür. Genauso hier, a hoch 3 ist nichts anderes als eine Abkürzung für 3 a's hintereinander. Das ist nichts anderes als eine Abkürzung dafür. Ja? Und a hoch 0 ist eben eine Abkürzung für das leere Wort, da steht gar nichts. Ja? In der Mathematik würde hier jetzt die leere Menge stehen. So, und jetzt reden wir über Sigma hoch 0. Ja? Und bei diesem Sigma hoch irgendwas geht es ja um Zeichenketten, ja? Um Mengen von Zeichenketten. Deswegen hier haben wir hier noch ein Mengensymbol. Also Sigma hoch 0 ist die Menge mit der leeren Zeichenkette. Sigma hoch 1 ist die Menge aller Zeichenketten der Länge 1. Naja, die Menge aller Zeichenketten der Länge 1 ist natürlich Sigma selber, das ist das Alphabet. Ja? Und jetzt haben wir eine rekursive Definition. Sigma hoch n plus 1 ist die Menge aller Konkatenationen von x mit y, wobei x aus Sigma ist und y aus Sigma hoch n. Also das y ist jetzt ein Wort mit n-Zeichen und ich tue noch ein Zeichen vorne dran. Okay, damit können wir jetzt Sigma plus definieren. Das ist die Vereinigung aller Sigma hoch i, i gleich 1 bis unendlich, und Sigma Stern, die Vereinigung für i gleich 0 bis unendlich. Ja? Also der Unterschied zwischen Sigma Stern und Sigma plus ist der, bei Sigma Stern sind die leeren Worte auch mit dabei und bei Sigma plus nicht. So, Sigma Stern sehen wir jetzt, das ist die Menge aller Zeichenketten, die ich bilden kann über einem gegebenen Alphabet. Ja. Interessant ist natürlich, das ist die Vereinigung i gleich 0 bis unendlich. Jetzt könnte man verleitet sein zu glauben, da wären auch unendlich lange Zeichenketten drin in Sigma Stern. Aber das ist nicht der Fall. Sigma Stern ist die Vereinigung aller endlichen Zeichenketten. Allerdings ohne eine obere Schranke. Und deswegen müssen wir natürlich hier unendlich hinschreiben. Aber jede einzelne Zeichenkette, die in Sigma Stern drin ist, ist tatsächlich endlich. Ganz wichtig. Wir reden nur über endliche Zeichenketten. Nehmen wir als Beispiel wieder zum Beispiel eine Programmiersprache. Obwohl, ne, das ist nicht gut, weil bei dem Sigma Stern sind ja alle Zeichenketten drin. Nehmen wir als Sigma, als Alphabet, den ASCII-Code. Ja, 256 verschiedene Zeichen. Dann ist Sigma Stern die Menge aller Dateien, die ich erzeugen kann, mit ASCII-Code drin. Ja, und die Länge der Dateien ist nicht beschränkt. Aber jede einzelne Datei ist natürlich endlich lang. Okay, hier haben wir wieder Beispiel. Sigma gleich AB. Hier zum Beispiel Sigma Stern, leeres Wort A, B, A, 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 B, B, A, B, B. Also wir können jetzt, wenn wir wollen, diese Sigma Stern so aufzählen, indem wir erst alle Worte der Länge 0 nehmen, dann alle der Länge 1, dann alle der Länge 2, das sind 4 Stück, dann alle der Länge 3, das sind 8 Stück und so weiter. So, Sigma Stern wird auch als klinische Hülle bezeichnet. Und zwar klinische Hülle bezüglich der Operation Konkatenation. Die klinische Hülle ist quasi das, was entsteht, wenn ich so eine binäre Operation habe, auf einer Menge. Ja? Und ich wende die immer wieder an. Ja? Ich wende die rekursiv immer wieder an und konkateniere alles mit allem. Und die Frage ist, ich kriege ja dann immer mehr Elemente. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Die Frage ist, konvergiert es irgendwann? Hört es irgendwann auf? Oder wird die Menge immer noch größer und immer noch größer und immer noch größer?
Und wenn das irgendwann aufhört, also dieser Abschluss, das ist dann die sogenannte klinische Hülle. Okay, so, dann ein paar wichtige Fragestellungen, die wir diskutieren werden. Wortproblem habe ich gerade eben schon angesprochen. Nochmal schauen wir es an. Gilt für ein Wort Omega aus Sigma Stern und eine Sprache L die Beziehung Omega aus L? Also gehört ein gegebenes Wort zu einer Sprache L? Nochmal, ganz wichtig, ich meine hier, es geht los mit Vokabellernen und die muss man einfach auswendig wissen. Man muss jetzt ab sofort wissen, was eine Sprache ist. Was ist eine Sprache? Es ist irgendeine Teilmenge von Sigma Stern. Nichts anderes. Ja? Also, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir wieder Sigma gleich A, B, C. Und L gleich Menge aller A hoch N, B hoch N. Sowas zum Beispiel. Ja? Was A hoch N und B hoch N ist, das wissen wir. Ja? Nämlich NAs und NBs. Und jetzt nehmen wir W gleich A, A, B, B, A. Und das Wortproblem ist jetzt die Frage, gehört dieses Wort zu der Sprache? Antwort lautet nein. Ja? Und diese Sprache L ist natürlich eine Teilmenge von unserem Sigma-Stern. So, dann ein paar andere nette Fragen. Leerheitsproblem. Enthält eine Sprache L mindestens ein Wort? Also ist die Sprache leer oder nicht? Ich meine, hier sieht man natürlich sofort, die Sprache ist nicht leer. Aber das ist nicht immer gegeben. Ja? Endlichkeitsproblem. Ist eine Sprache endlich oder unendlich? Auch eine ganz wichtige Frage. Wir werden sehen, dass endliche Sprachen ganz triviale Sprachen sind. Also die interessanten Sprachen sind alle unendlich. Äquivalenzproblem. Gilt für zwei Sprachen L1 und L2 die Beziehung L1 gleich L2? Also sind zwei Sprachen gleich. Spracherzeugungsproblem. Das wird ganz wichtig auch sein. Das heißt, gibt es für eine Sprache L eine Beschreibung, aus der sich alle Wörter systematisch ableiten können? Und das wird ganz wichtig sein, gerade für uns Informatiker. Gerade eben habe ich gesagt, alle interessanten Sprachen sind unendlich. Ja? So, und das ist immer schwierig, unendliche Mengen zu beschreiben. Weil wir können sie ja nicht aufzählen. Ja? Ich meine, klar, wenn ich jetzt sage, die Menge aller Objekte, die hier auf dem Tisch liegen, die ist einfach zu beschreiben. Ich sage hier, da ist die Beschreibung, schau dir den Tisch an und dann siehst du, kannst du es abzählen, die Elemente. Es sind ja nur endlich viele, vielleicht 100 Stück, die da auf dem Tisch liegen. Ja? Und die kann ich einfach alle in den Topf werfen und sagen, hier hast du die Menge. Wenn die Menge unendlich ist, es gibt keinen Topf, wo die alle reinpassen. Das ist unser Problem. Und jetzt kommt die interessante Frage, kann ich diese unendlich große Menge mit endlich vielen Zeichen beschreiben? Darum geht es uns, Informatiker. Und schauen Sie, hier haben wir zum Beispiel eine endliche Beschreibung. Das ist eine unendliche Menge. Ja? Und hier haben wir eine schöne, kompakte, endliche Beschreibung einer unendlichen Menge. Und das ist die interessante Frage. Und wir werden sehen, es gibt sehr wohl viele formale Sprachen, die sich nicht endlich beschreiben lassen. Unser Glück ist es, dass die Sprachen, die uns in der Informatik interessieren, die lassen sich alle endlich beschreiben. Ja? Und zwar, schauen Sie, uns interessieren in der Informatik Sprachen, die Struktur haben, Programmiersprachen. Ja? Und die haben natürlich gewisse Struktur. Und alle Sprachen, die Struktur haben, deren Struktur kann ich auch
Na, Vorsicht. Also, sagen wir mal so, die Sprachen, die uns interessieren, die strukturierten Sprachen, die uns interessieren, die können wir auch endlich beschreiben alle. Ja? Es gibt auch Sprachen, ein Beispiel, stellen Sie sich vor, wir nehmen das Alphabet ABC. Also wir stellen uns jetzt vor, wir hätten eine Schreibmaschine mit den drei Zeichen ABC. Und jetzt setzen wir Affen hin, und zwar unendlich lang, und lassen die irgendwelche Zeichenketten tippen. Und sagen, das ist unsere Sprache. Es wird uns dann vermutlich schwer fallen, die Sprache irgendwie kompakt so oder irgendwie zu beschreiben. Also wenn ich eine unendliche Sprache habe, die aus zufällig generierten Zeichenketten besteht, dieses zufällig ist ja stark, dahinter steckt ja schon, aha, da gibt es offenbar keine Struktur, die sich dann endlich kompakt beschreiben lässt. Ja? Und was uns interessiert, sind genau die Teilmengen von Sigma-Stern, die sich endlich beschreiben lassen. Und das wird, ja, wir werden es natürlich formaler machen und exakter, das wird die Menge der Grammatiken sein. Die Menge der, eine Sprache lässt sich durch eine Grammatik genau dann beschreiben, wenn sie eben so viel Struktur hat, dass man sie endlich beschreiben kann. Und wir werden einen schönen Formalismus angeben, um eben Grammatiken zu beschreiben. Und das wird genau das nächste Thema sein. Gut, danke, dann machen wir Schluss jetzt.